Letzte Woche ist, bevor wir nach über 8 Wochen das Baumfarm-Area-Projekt endlich beenden konnten, etwas ja, sehr Fatales passiert. Es funktioniert jetzt auch alles einwandfrei. Ich habe mal alle beiden gerade gestartet, damit ihr das auch seht hier. Die sind jetzt alle... Aber trotz dieses Fails machen wir natürlich weiter und lassen uns nicht unterkriegen, so wie man das von mir gewohnt ist. Diesen ganzen Shit, den wir jetzt auf uns nehmen, ist letzten Endes für ein Ziel, und zwar den Elmerpillis und alle weiterfolgenden Projekte, die ich noch vorhabe, die in meinem Kopf rumschweben. Egal, ob es die Baumfarm ist, egal, ob es die Raidfarm ist, egal, ob sonstige Projekte man lieber vorkommen, es ist alles für ein großes Ziel vorbestimmt. Und mashallah, ich glaube, irgendwann lohnt sich das. Heute treten auch wieder Probleme auf, die einfach sehr erschreckend sind. Nur was genau passiert ist und alles weitere seht ihr heute im Video. Schaut gerne auf Twitch vorbei, da bin ich jeden Montag, Freitag, Samstag und Sonntag ab 20 Uhr live. Ebenfalls könnt ihr mit euren Freunden, wenn ihr wollt, auf meinen Discord joinen und da einfach Uno spielen. Übernice. Und nicht zu vergessen ist all andere Social Media Kram, aber viel Spaß mit dem Video. Achso, und lasst gerne einen Kommentar und ein Like dafür den Algorithmus. Geil, Digga. Weil der Chat da jetzt gerade nicht so Lust drauf hat und ich auch nicht, dass wir das hier irgendwie fixen, kümmern wir uns jetzt erstmal im Anschluss darum, trotzdem die Zombies für die Eisenfarm zu holen. Das hier, also diese Kackfarm da, werden dann die allerletzte Mission, die wir machen werden. Wir werden vorher noch alles spawn-proof machen. Und danach kümmern wir uns da im Prinzip um die Eisenfarm, um die Zombies für die Eisenfarm. Da gibt es ja jetzt auch jede Menge zu tun. Das machen wir heute noch. Nicht zu ändern, nicht zu ändern, nicht zu ändern. Hier irgendwo ein Enderman gespawnt? Nö, Chat. Okay, perfekt. Dann machen wir uns jetzt ran und kümmern uns im Prinzip um die Eisenfarm. Wir brauchen jetzt ganz viele solide Blöcke, brauchen ganz viele Powered Rails und Rails an sich und 3 Zombies. Und dann bringen wir die im Prinzip in die Boote. Wie man die in die Boote setzt oder so, weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Die Eisenfarm ist echt schon eine Ewigkeit gefühlt her. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Plan ist jetzt zuallererst erstmal hier, dass die Zombies, wenn wir die hier ins End schubsen, dass sie hier eine Fläche haben, wo die rauffallen können, ohne dass sie irgendwelche Faxen machen. Danach holen wir ein paar Name Tags, und wenn wir die Name Tags haben aus der Villager Trading Hall, können wir die Zombies hierher bringen, bauen danach, wenn die Zombies schon hier sind, im Prinzip die Minecart-Strecke bis nach da hinten und kümmern uns dann da hinten drum, dass die Zombies ordentlich eingelagert werden auf oder in der Eisenfarm im Prinzip. Dann sehen wir weiter. Der als erstes schreibt, Villagers Freundin hat nice ass, wird als Namensschild umbenannt für den Zombie-Chat. Ich glaube, aber Matt Leber können wir gelten lassen. Guck mal. Safe. Sinner 55577. Ja, Programmer, passt so. Zombies. Ey, das gibt so richtige Oldschool-Vibes, wenn man hier so durch eine Höhle geht. Wenn du überlegst, wie lange ich nicht mehr in der Höhle war, Alter. Guck mal, da sind die ersten zwei. So, kommt mal mit, Jungs. Ich brauche euch mal. Das ist Programmer. Der da. Der da ist Programmer. Komm her. Zack. Und den anderen nennen wir nach Matt Lerbel. Matt Lerbel. Zack. Und jetzt. Oh! Ah, der krasse Boss. So, dann holen wir den dritten. Ah, ja, perfekt. Also, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es so schnell geht. Ja, dann wirst du nach Sinner umbenannt. Let's go. Du kommst jetzt auch gleich ins End. Ey, da kommt noch einer. Der ist reingeschaut. Jo, dann nehmen wir den einfach mit als Sicherheitszombie. Kommt so, zack. So, dann haben wir jetzt 4 Zombies. Ich will noch kurz einen Nametag. Und mit dem Nametag benennen wir dann den vierten auch um als Sicherheitszombie. Jo, wer bist du denn einfach? Und wann begann der Erste Weltkrieg und wann hörte er auf? Du weißt es auch, oder? Nein, weiß ich nicht. Wie, du weißt es nicht? Weißt du es wirklich nicht? Irgendwann 1900. Ja, 1914 bis 1918. Stormblack Boy war der Erste, der das Ergebnis geschrieben hat. Von 1914 bis 1918, korrekt. Bildungsauftrag einfach. Wir erfüllen einfach den Bildungsauftrag mit den Quizzes. So, guck mal, dann gehen wir jetzt rein, ohne Rüstung oder so, weil sonst sterben die Zombies vielleicht. Rein da. Oh, bam, easy. So, und der da muss noch umbenannt werden. So, Stormblackboy, Sinner und Bro-Gamer. So, und dann setzen wir jetzt mal direkt die Bahn bis nach da hinten. Ja, dann machen wir jetzt die Schienenbahn. Und dann kommt hier immer schön direkt der rote Redstone-Block mit hin. Dann bauen wir hier die Schienenbahn mal nach oben und gucken dann mal, dass es da ordentlich ankommt. Zack, 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 zack. So, perfekt. Dann können die hier einigermaßen oder ordentlich hoch. Genau, 2 Blöcke hier noch einmal hoch und hier noch einmal hoch. So, und hier muss jetzt im Prinzip der Zombie rein. Dafür müssen wir dann die Strecke hier aber mal kurz unterbrechen. So, genau. Und hier können die dann volle Kanne runterfallen, Chat. So, dann setzen wir jetzt die letzten Schienen und danach können wir die Zombies im Prinzip in Loren stecken und die dann anschubsen, dass sie einmal hier straight up losfahren. Wir machen erstmal 3. Falls wir den vierten brauchen, können wir den ja dann später noch reinsetzen. Weg damit. So, so. Ah, perfekt. Er schubst ihn selber. Ja, schubst euch gegenseitig da raus. Ja, let's go. Ah, Abfahrt, Abfahrt. Da ist der erste unterwegs. Der wird aufgehalten von was? Wie kommt dann? Jesus, ich bin Gott. Damn, das war ja ein Litterblock-MLG. Hoffen wir mal, dass das alles ordentlich so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. So, plopp. Rein da, genau. Und jetzt bauen wir das mal ab und hoffen mal, dass er sich automatisch von alleine da oben reinsetzt. Nicht tothauen, Per, nicht tothauen. Hey, setz dich rein! Setz dich doch!
Das war's dann mit Matterlevel. Matterlevel, danke für deine Hilfe, für die Unterstützung. Scheiße, Junge, du wurdest so disrespected. Der sterbende Golem hat ihn einfach durch die Luft geschossen. Geh doch rein, geh doch hier rein. Setz dich, oh mein Gott, hättest du dich jetzt nicht reingesetzt, Alter. Da wäre aber vorbei gewesen. Okay, der erste sitzt, Chat. So, dann bauen wir hier den jetzt mal wieder ab und hoffen mal, dass er sich ordentlich hinsetzt. Du blödes Stück. Ey, Mann, wie kann das denn passieren? Ja, 1A. Ja, 1A, Jungs, dann ist der nächste Zombie in Zeit. Unverdarft, jetzt, pass auf. Na, easy. Hä? Ach, du Arsch. Ja, er ist einfach rein teleportiert. Ja, perfekt, dann sind die drei jetzt endlich anständig da. Und dann müsste das alles für jetzt erstmal wieder worken. Und die ganzen Eisenfarmen sind wieder allesamt produktiv. Das Eisenlager ist zwar immer noch überfüllt, aber auch für die Zukunft, ne? Bam, 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 bam. So, Abmarsch. Abmarsch, und dann hauen wir das hier weg. Das hier können wir ja jetzt auch im Prinzip alles abbauen. Also wirklich, es kann alles weg. Mashallah. Da, zack. Sieht geil aus, oder? Schon sehr wild. Schon sehr, sehr, sehr wild. Ich kümmere mich jetzt um die Weiter- oder um den Weiterbau der zwei vollautomatischen Farmen. Das seht ihr jetzt aber wirklich in der Timelapse. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ich hoffe, danach funktioniert alles und wir können den ultimativen Endtest machen. Den ultimativen Endtest der Baumfarmen, den ultimativen Endtest an sich, dieses gesamten Areals. Wie viel Eisen kommt die Stunde zusammen? Wie viel Holz kommt die Stunde zusammen? Das sehen wir dann. Ich würde euch sagen, wie gesagt, viel Spaß mit der Timelapse. Und schon rein da. Let's go. Ich begrüße euch aus der allerletzten Timelapse diesmal wahrscheinlich, aus der wirklich allerletzten Timelapse, nachdem wir jetzt die letzten Wochen, ich würde sagen fast Monate, ne? Ich glaube, wir sitzen jetzt seit zwei Monaten einfach an diesem gesamten Projekt. Nach dieser langen Zeit kann ich jetzt, glaube ich, offiziell verkünden, dass das Baumfarm-Projekt in jeglichem Zug, egal ob sie in dem Zug, dass der Block jetzt nochmal neu gesetzt werden muss, jetzt noch nicht. Ja, auf jeden Fall kann ich jetzt offiziell, glaube ich, verkünden, dass das gesamte Projekt mit der Fungusfarm, dass das gesamte Projekt mit den Baumfarmen mit den vier Stück, dass das gesamte Projekt mit den 1000 Pipelines, die wir verlegt haben, dass das gesamte Projekt mit den Knochenmehlfarmen, die wir gesetzt haben, endlich abgeschlossen sind. Dass das gesamte Projekt mit dem ganzen Spawn-Proof-Machen der gesamten Blöcke hier, damit eben diese Typen uns hier nicht mehr begegnen, abgeschlossen ist und das alles soweit einbandfrei, ohne Probleme funktioniert. Egal, ob es da hinten, egal, ob es hier diese zwei automatischen, vollautomatischen Farmen sind, egal ob sie Dropstationen sind, die uns ermöglichen, dass das Holz gedroppt wird und direkt ins automatische Lagersystem dort hinten gebracht werden. Das alles funktioniert. Wir machen mal ganz kurz hier die vollautomatischen Farmen aus, um euch einmal das Lagersystem nochmal zu zeigen, um einmal Revue passieren zu lassen, und der Plan steht danach trotzdem noch weiter, also wir haben dann auch noch was zu tun, was mit dem End zu tun hat. Aber bevor wir jetzt die gesamten Farmen testen, bevor wir jetzt wirklich das gesamte Projekt hier beenden und uns einem neuen Projekt widmen, was im Prinzip wieder für den Ember Palace dient, was im Prinzip wieder dafür dient, dass wir den Ember Palace am Ende wirklich so umsetzen können, wie ich ihn seit Monaten plane, okay? Bevor wir das jetzt planen, bevor wir das nächste Projekt beginnen, will ich euch mal ganz kurz was zeigen, denn wir haben hier vor Jahrzehnten, also wirklich vor Jahrzehnten, eine, Wither-Rosen-Farm gebaut, da ich diese brauchte, um die Wither-Skeletten-Farm damals zu bauen. Ich möchte diesen Schandfleck im End im Prinzip beenden, denn wir haben ja letzten Endes auch die Eisenfarm gefixt. Und dann wäre im Prinzip das End somit abgehakt. Dafür muss hier alles im Prinzip erstmal weggehauen werden. Das werde ich jetzt direkt im Anschluss machen. Wir werden das Lagersystem hier unten weghauen. Wie gesagt, alles, dass es hier aussieht, als wäre hier nie was gewesen. Dass auch die Ecke wieder befreit ist und clean ist, in Anführungszeichen. Ihr seht das alles in einer wunderschönen Timelapse. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Rein da. Etwas später, ihr habt es wahrscheinlich in der Timelapse gesehen, wir haben jede Menge weggesprengt. Auf jeden Fall ist dieser, Schandfleck das Ganze jetzt beseitigt. Wir haben jetzt hier keinen einzigen Block mehr, der darauf hindeutet, dass hier irgendwie mal was war damals. Nur unsere MLG-Plattform für die Streams. Und hier ist im Prinzip eigentlich nichts, außer, ja, da ist halt noch so, ne, weggesprengt und das sieht man halt oder so, aber das ist nicht schlimm, denn ich will eh irgendwann diese gesamte Endinsel hier abreißen. Und hier ist der Plan ein heftiger.
richtigen Mega-Tree zu bauen, bis auf Höhe 250 oder vielleicht in 1.17 noch höher. Aber das kommt dann alles, das dauert auf jeden Fall noch seine Zeit. Es ist, das Projekt ist eigentlich beendet, die Farmen funktionieren, aber, und jetzt kommt das Aber, es ist nämlich eigentlich nur beendet, da, wie ihr seht, die beispielsweise die halbautomatische Farm, die beiden, und die Fungusfarm hier hinten, brauchen nun mal sehr viel Knochenmehl. Und dieses Knochenmehl möchte ich direkt von Anfang an so viel da drin haben, dass das erst in Jahren ausgehen wird und dass ich jetzt 40 Stunden stehen kann ohne Probleme. Irgendwie muss das Knochenmehl da hinkommen und ich habe auch schon mal sehr viele Knochen geholt. Wir haben hier, ja, wenn ich es dann finde, schalkerkistenweise Knochen auf jeden Fall. Auf jeden Fall mehr als genug und hier ebenfalls. Das muss jetzt alles umgecraftet werden zu Knochenmehl und wird dann in die Pipelines einfach gesteckt und die Pipelines zeigen das dann gerecht auf alle Farmen. Dann haben wir auch genug Knochenmehl in den Farmen. Ebenfalls werde ich einmal die Fungusfarm durchlaufen lassen, damit hier bei dieser wunderschönen halbautomatischen Farm auch genug Fungus da ist, der geused werden kann. Und ich werde einmal so Feinheiten wie das da zum Beispiel abbauen und generell die Feinheiten hier nochmal überarbeiten. Aber das werden wir dann sehen. Erstmal kümmere ich mich jetzt um die letzten Feinheiten, befülle nochmal die Chest und wie gesagt, let's go. Ich weiß überhaupt nicht, um ehrlich zu sein, wo wir im YouTube-Video stehen geblieben sind. Ich dachte, ich kann jetzt die ultimative Auflösung machen, da wir gestern im Stream sogar ohne, dass YouTube das weiß, noch relativ viel gebaut haben. Ich habe das wahrscheinlich jetzt in der Timelapse nochmal irgendwie kurzfristig eingeblendet, da ich dachte, ich muss das gar nicht mehr zeigen, weil ich eigentlich gehofft habe, dass die Farm so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe oder dass es alles funktioniert. Ja, Digga, ich stand jetzt die gesamte Nacht lang nochmal AFK, habe mir das Ganze nochmal angeguckt und es sind nicht nur wenig Bugs oder, also was heißt Bugs, Fehler, sind jetzt nicht, sondern Unreimheiten aufgetreten. Dinge, die noch nicht in diesem gesamten Areal funktionieren, sondern es ist eine ganze Menge. Um das mal ganz kurz, ich blende das hier rechts als Textinhalt ein und ich lese euch das mal ganz kurz vor. Wir müssen einmal das Sortiersystem der Baumfarm ändern, denn das überfüllt sich. Dazu kann ich hier kurz mal auf der linken Seite ein Video einblenden. Digga, das überfüllt einfach und es despawnt wahrscheinlich in der Stunde locker 2 Doppelkisten Holz oder so. Da liegt so viel durchgehend, das ist krank. Außerdem müssen wir das Knochenmehllager der Fungusfarm vergrößern. Diese gesamten Kisten hier waren voll, okay? Die waren alle voll. Voll mit Knochenmehl. Ich habe die Fungusfarm jetzt eine Nacht lang durchlaufen lassen. Und wir haben gestern heimlich im Stream, ohne dass YouTube davon Bescheid weiß, hier noch einmal dieses Auffangbecken vergrößert, dass im Prinzip Knochenmehl direkt hier drüber produziert werden kann. Dass der überschüssige Stuff, der da rauskommt, hier zu Knochenmehl wird, dann direkt hier weitergeleitet wird, hier reingeht und das Knochenmehl direkt eigentlich hierher gebracht wird, dass die Möglichkeit, dass das Knochenmehl ausgeht, eigentlich gar nicht besteht. Problem ist, es ist trotzdem heute Nacht passiert. Da müssen wir uns heute drum kümmern. Ebenfalls werden wir das Lager dort und hier hinten auch bei der anderen halbautomatischen Baumfarm vergrößern bzw. verändern, denn der Aufbau, den ich damals gewählt habe, ist sehr schlecht. Denn natürlich werden nur diese Doppelchests voll. Hier in der Chest wird wahrscheinlich gar nichts sein. Warte, ich kann es dir mal zeigen. Ja, wie gesagt, hier ist gar nichts drin, weil das Knochenmehl natürlich einfach nur von da oben nach hier fliegt und dann auf diese 3 Trichter aufkommt, aber nicht auf den Rest. Heißt, da muss man auch irgendeine gute Verteilung wählen, dass das ordentlich passt. Das kriegen wir aber hin. Und weiter im Kontext sind das nicht die einzigen 3 Punkte, sondern wir haben noch einiges mehr. Denn das Knochenmehl, ich habe im Stream locker, ich glaube, 20 Doppelkisten Knochenmehl hier reingeworfen und 20 Doppelkisten Knochenmehl wurden auf die verschiedenen 3 Farmen aufgeteilt. Ich stand jetzt 2 Nächte AFK, das gesamte Knochenmehl in jeder Farm ist leer. Es ist alles leer. Es ist weg, weil jetzt alles komplett aufgeused worden ist. Ich möchte ungern alle 3 Tage hier 30 Doppelkisten Knochenmehl reinhauen und 30 Doppelkisten Knochenmehl umcraften, dass die Farmen für 3 Tage durchlaufen. Das ist unsinnig, das macht überhaupt keinen Sinn und auch überhaupt keinen Spaß. Und wir werden auf jeden Fall noch, bevor wir das ganze Projekt hier beenden können, eine vollautomatisierte Knochenmehlfarm bauen. Woohoo! Toll. Was geil zu erwähnen ist, haben wir ein dickes weiteres Problem, denn ich weiß nicht warum, diese vollautomatische Farm, sie ist nicht vollautomatisch, denn das Knochenmehl, was hier eigentlich reinkommen sollte, was die Farm selber produzieren sollte von der Menge her perfekt, funktioniert nicht, weil die Farm gar nicht so viel Knochenmehl rausholen kann, wie sie da reinsteckt. Bedeutet, wir müssen diese Farm hier irgendwie, ich weiß noch nicht wie, an das Knochenmehlverteilungssystem anschließen, dass hier auch ebenfalls automatisch Knochenmehl einsortiert wird. Dass das gesamte System in sich geschlossen ist und funktioniert und man hier nie wieder irgendwas per Hand machen muss. So ist der Plan,
Das werde ich jetzt alles nacheinander umsetzen und wir werden starten mit diesem Lagersystem. Viel Spaß in der Timelapse, Jungs. Wir hauen das jetzt durch und danach machen wir weiter mit den anderen 35 Punkten. Ich habe noch 2 FPS hier gefühlt, also no joke, die FPS in der Aufnahme droppen hart. Aber darum geht's ja nicht. Ihr habt es jetzt gerade gesehen, wir haben hier jetzt ein wunderschönes Wassersystem gebaut. Das Ganze funktioniert auch mega easy, also no joke, es ist ein ganz, ganz leichtes, easy System, was wirklich jeder Kopf verstehen sollte. Hier kommen ja die Items an und vorher wurden die ja da direkt gedroppt. Jetzt geht da im Prinzip so ein Wassersystem lang, wie ihr seht. Das führt sich dann hier hinten fort und geht dann hier durch. Führt dann nach da hinten, dort werden die Items dann runtergeschossen und gehen dann hier einfach außen rum. Und dadurch, dass diese Hopper, die ihr dort seht, direkt die Einlagerungshopper sind, bedeutet, dort wird im Prinzip direkt das Item, was eingelagert wird, rausgezogen. Die restlichen Items, die nicht eingelagert werden, gehen direkt weiter. Ich kann das mal kurz veranschaulichen, damit ihr das seht. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier Glas reindroppen, geht das da weiter, geht dann da unten durch und wird nicht einsortiert. Die Trichter sammeln es nicht auf, weil die geblockt sind mit einem bestimmten Item, was nur dort rein kann. Und das ist in dem Fall Holz, ne? Je nachdem, ob ich hier wieder rausfinde oder nicht, kann ich euch mal den Rest zeigen. Wenn ihr dann hier guckt, seht ihr, dass hier das weitergeht. Das geht dann im Prinzip einmal hier rum bis nach da hinten, bis zur Überschusskiste. Hier ist dann im Prinzip die Überschusskiste, was danach da unten in diese Kiste führt für die Überschuss-Items. Und hier wird im Prinzip das Wichtige einsortiert, und zwar das Netherholz. Das funktioniert auch 1A. Das kann nicht mehr überfüllen. Es ist nicht möglich, außer das Lager ist zu voll. Und wenn das zu voll ist, habe ich mein Ziel erreicht mit dieser Baumfarm. Aber darum haben wir uns jetzt gekümmert. Ebenfalls wollte ich euch noch zeigen, ich stand ja die letzten 2 Nächte AFK. Und ja, da ist sehr, sehr viel guter Stuff zusammengekommen. Was soll ich euch sagen? Ich habe mich einmal kurzzeitig nur AFK gestellt an der wunderschönen halbautomatischen Baumfarm, die im Prinzip für alle Holzsorten zuständig ist. Und da habe ich nur Eichenholz farmen lassen. Nur Eichenholz, okay? Und ich stand wirklich nur heute früh, für 1,5 Stunden oder so stand ich da AFK und es ist das rausgekommen. 1,5 Stunden, nicht mal, ich glaube 1 Stunde circa, plus minus. Das war wirklich nicht viel Zeit und wir haben 1,5 Doppelkisten Holz da draus. Ebenfalls stand ich schon AFK bei diesem Holzstuff und da ist auch ordentlich was zusammengekommen. Die Farmen haben zwar ein paar Bugs aufgeworfen, was ich euch ja vorhin schon gezeigt habe, aber auch hier ist ordentlich was zusammengekommen und da kann ich euch sagen, diese Reihe hier ist komplett voll bis nach da oben und dann sind hier noch diese Chests voll, also die 2 Doppelkisten. Mehr ist noch nicht, aber ich denke, in Zukunft können wir innerhalb einer AFK-Zeit, also ich denke mal so 8 Stunden, circa 7 Stunden, kann man eine komplette Reihe hier füllen. Also so eine komplette Reihe voll. Das sind dann 16 Doppelkisten circa werden es dann. Innerhalb von 8 Stunden, heißt, wir machen 2 Doppelkisten die Stunde, ist lange nicht das, was ich eigentlich will. Und vielleicht verschätze ich mich gerade auch, aber es ist auf jeden Fall ausreichend so, ne? Eigentlich wollte ich auf 80.000 Drops kommen, aber irgendwie gibt die Baumfarm da, die hier, gibt nicht so viel, wie eigentlich gesagt worden ist in dem Tutorial.